Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Fischtown Penguins wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Am Freitag im Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse um 20 Uhr in der Eisarena. Am Wochenende gab es Niederlagen 0-3 gegen Schwenningen und 2-6 in Heilbronn. Gunnar Leitburg, Coach der Fischtown Penguins. Zwei Niederlagen am Wochenende, sind die komplett aufgearbeitet worden? Nein, selbstverständlich nicht. Ich meine, da gibt es viele Dinge, was wir arbeiten mit müssen, aber ich bin auch nicht so überrascht. Das hat sich ein bisschen gezeigt, dass wir gegen die besseren Mannschaften, wenn wir nicht gut starten, wenn wir nicht von Anfang an gut ins Spiel kommen, hat wir Probleme. Und das hat sich bei uns gezeigt. Und ich meine, das ist auch, Schwenningen zeigt jetzt, was das ist für Kapazität. Und Heilbronn ist, ja, das kann man nur Papier lesen. Heilbronn hat einen sehr, sehr starken Kader. 2-6 verloren, hört sich vom Ergebnis her deutlich an, hört sich nach einer richtigen Abschlachtung an. Aber wer das Spiel gesehen hat, der ist der Meinung und muss zu dem Entschluss kommen, das Spiel war gut, der Pinguin, zumindest 40 Minuten lang. Und das war sogar die Chance da, wenn man nicht dieses blöde Tor zum 2-4 fällt, das Spiel vielleicht sogar zu drehen und zu gewinnen, so blöd sich das anhören mag. Ja, ich meine, Ergebnis, das ist oft ein bisschen, erzählt nicht die ganze Wahrheit. Das ist so, wie wir hatten Kaufbeuren 5-1 gewonnen, hört sich sehr gut an, war ein Spiel, wo auch ist auf der Kippe gestanden und diese auch. Und in Endeffekt weiß ich, dass wir ein klar besseres Spiel gemacht in Heilbronn als zu Hause gegen Svenne. War das wegen der Gegner oder war das wegen uns selber? Das wird sich zeigen. Aber okay, im Moment muss wir auch ehrlich sagen, dass es, wir hatten ein bisschen viel Verletzungen und kurzsichtig können wir das jetzt abdecken und jetzt hoffe ich mit dem Neuzugang wenigstens, jetzt wenn Littis aber auch weggefallen ist, dass wir ein bisschen die Lücken schließen kann. Patrick Beck ist der Neuzugang gekommen aus Peiting aus der Oberliga. Dimitri Litisov am Daumen verletzt. Kann es sein, dass der Patrick Beck in die Rolle von Dimitri Litisov schlüpfen kann in der dritten Reihe bei den Sputniks? So ist das nicht im Moment gedacht, aber kann sein. Das ist ein Training noch, zwei Training bis Spiel. Es kann viel passieren. Das hat uns dieses Jahr gelernt, dass es schnell gehen. Ich hoffe, dass wir alle vier Reihen haben bis Freitag. Ja, aber hoffentlich verletzt sich da nicht nur einer. Vielleicht kommt ja auch noch mal einer hinten rangeflogen, den man gar nicht mehr auf der Liste hat. Aber noch mal zu Patrick Beck. Wie fit ist er? Ist er wirklich schon bei 100%, dass man sagen kann, man kann ihn bringen, bedenkenlos, sorgenlos am Freitag? Ja, ich glaube, wenn wir vergleichen den Unterschied, wo als Beispiel Huhn hatte, er hat gar nicht gespielt. Ich meine, er hat in 17 Spielen 14 Tore in der Oberliga geschossen. Oberliga heute mit allen Förderlizenzspielern steht mit Sicherheit nicht weit weg von uns, ist zweite Liga. Ich glaube, es ist drei Oberligamannschaften weiter im Pokal gekommen. Das zeigt, Oberliga ist eine sehr starke Liga. Kommen wir nochmal auf die Torhüterfrage zu sprechen. In den letzten Wochen war es so, dass Sie immer beide Torhüter heute ein Spiel pro Wochenende haben machen lassen. Wird das am Wochenende so sein und wird das vor allen Dingen auch mit Ausblick auf die weiteren Wochen so sein? Oder werden Sie sich jetzt doch festlegen möglicherweise? Gibt es da eine Wandlung? Hat der eine ein bisschen besser trainiert als der andere? Also der Wochenende wird das nicht passieren. Das kann ich 100% sagen. Was wird nicht passieren? Dass wir jeden ein Spiel haben. Wir spielen nur ein Spiel der Woche. Das stimmt allerdings. Sonntag ist spielfrei. Und für die kommenden Wochen? Nein, das wird die Leistung zeigen. Wenn die Leistung gut ist, wenn die gut spielen, dann wird wir so oft wie möglich bei denen in Schuss halten. Für irgendwann kommt eine Verletzung oder ein Periode, wo man nicht so gut spielen und so weiter. Aber solange beide gut spielen dann, und die verdient sie den Eiszeit, ja, dann ist okay. Und die beiden haben gut gespielt, da gibt es vom Grundsatz her erstmal nicht zu meckern. Nein, gibt es nicht zu meckern. Ich finde das ist ganz komisch, dass der. Ja, ich will mir nicht. Oder überhaupt kein Schuld auf der Torhüter, aber der Wochenende war beide keine richtig top und der andere Wochenende war beide richtig top oder so. Das ist sehr schwer zu sagen, also was ist. Und wir wissen, ich plane auch nicht, was ist in zwei Wochen. Ich finde, das ist schwer genug, so planen alles, was ist so nächstes Spiel.
Schauen wir nochmal eben auf die Lausitzer Füchse am Freitag. Ein sehr unbequemer Gegner, eine Mannschaft, die nur knapp hinter den Pinguins steht. Eine sehr robuste Mannschaft, eine Mannschaft, die über den Teamgeist auch ins Spiel kommt, die allerdings ein Torhüterproblem hat. Man weiß gar nicht so recht, wer da am Freitag im Kasten steht. Doch noch egal, wer da im Tor steht, die sind schwer zu spielen. Und gerade weil sie zweimal hintereinander auch relativ auswärts hoch verloren haben, besonders gefährlich. Ja, ich meine, wir sind zwei Mannschaften, wo beide brauchen dann Sieg. Das ist keine Frage. Das sieht nicht anders aus bei dem, das sieht nicht anders aus bei uns. Also spielt das keine Rolle. Und für uns ist die Wichtigste, dass wir zurückkommen in unser Spiel, was ich nicht so trotz alles zufrieden bin die letzten paar Spiele, dass wir nicht unser eigenes Spiel gemacht, sondern mehr reagiert auf den Gegner. Also ich will sehen, dass wir am Freitag mehr agieren und dann wird wir sehen, was das bringt. Aber wir müssen anfangen, mehr so agieren, was wir in der Anfangssaison gemacht. Das ist das Motto, agieren und am besten die Punkte holen. Dankeschön, Gunnar Leitbock, für dieses Interview.